Tschö. Viel Spaß, Kinder. Tschüss, Mama. Und passt auf euren Rücken auf. Ja, die Jungs hier, bei mir nicht. Ihr Kinder der Sonne. Bleib heute zu Hause. Alleine. Aua, bin Knie gestoßen. Felix? Hallo, Felix. Ja. Hallo? Du musst auf jeden Fall schnell herkommen, weil er ist gerade... So, we need to... Also, findet ihr oder? Also, seid ihr auf dem Weg hierhin? Ja, komm mal lieber hin, weil ich hab total am Rad gedreht. Ja, ich versuche jetzt einfach so schnell wie möglich dir noch irgendwie zu helfen, aufzuräumen, das, was ich halt kann. Ja. Yo, Leute. Wie ihr ja mitbekommen habt, sind die anderen im Six Flags und ich bin alleine hier geblieben. Und wir haben jetzt mittlerweile 20 vor 6 und auf einmal klopft es an der Tür und es war die Frau, die hier aufräumt und hat gesagt, yo, ich wollte mal fragen, was abgeht. Ihr verlasst ja heute das Haus um 5. Das hat sie gesagt um 10 vor 5. Und ich dachte so, ich habe ihr gesagt so, das wussten wir nicht. Ich dachte, wir gehen ja morgen raus, weil die anderen meinten, ja, wir pennen heute noch hier und morgen fahren wir dann weiter zu dem Grand Canyon. Und dann sagte sie, oh fuck, was, nein, wir müssen jetzt hier raus und alles. Und alle haben irgendwie am Rad gedreht. Und ich dachte so, ey, was für eine Situation bin ich? Und dann ist sie wieder gegangen und dann kam auf einmal der Typ, dem die Wohnung hier gehört, hat geklopft und richtig krass am Rad gedreht. Ich spreche gerade so komisch und so leise, weil gerade in der Küche ist noch diejenige, die hier gerade sauber macht. Hallo. 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 Entschuldigung. Ist die Vermieterin? Ne, die Putzfrau ist die ganze Zeit da am Werk. Ne? Also, wenn ich so ehrlich bin, tut mir jetzt ja wohl leid. Ich hab alles, musste ich halt hier hinräumen. Der Vermieter hat richtig ausgeteilt. Das war so krass, erst klopft einer und dachte ich, hey, hat ja einer geklopft. Und dann so kurz gewartet und dann hat einer mal richtig geklopft, dann war das irgendeine Frau. Ja. Und die meinte so, ja, sie wollte nur kurz checken, was abgeht, ob alles in Ordnung ist, weil wir in 10 Minuten raus sind. Ja. Und ich so, was? 10 Minuten raus? Wir fahren doch morgen. Nee, heute um 5. Hä? So, keine Ahnung. Und dann meinte sie, oh Gott, war sie voll aufgeregt und so, hey, was, oh fuck und so, keine Ahnung. Und ist dann wieder gegangen. Und dann stand ich und dachte so, hä, und jetzt, ne? Und dann hat es irgendwie 10 Minuten später oder eine Viertelstunde später nochmal geklopft. War das auf einmal der Vermieter. Ja. Guckt, sind so voll aufgebracht, so guckt, what the fuck und so, ist so ausgerastet, ist hier so rein. Hat direkt gesagt, warum ist das Longboard hier direkt am Spiegel und so, ne? Wie sieht's hier eigentlich aus? Meint er so, das ist ein Airbnb-Nightmare und so, das ist ein Albtraum und so. Ist in alle Zimmer gegangen, so, wie sieht's hier aus und so. Richtig krass. So schlimm. Ja, mega. Oh, und der meinte sogar zu dem, wenn der meinte so, wo ist Felix und so? Und dann meinte so, I will punch him in his face und so. Was? Der ist die ganze Zeit ausgerastet. Ja, der will mir doch richtig schnell telefonieren. Ja, der ist hier richtig ausgerastet. Und ich die ganze Zeit... Ja, man muss auch sagen, sieht ja auch extrem scheiße aus, ja, die ganze Zeit. Naja, ja, der meinte das mit dem Longboard im Spiegel, müsste man dann voll aufpassen und so. Wenn der Felix geschlagen hätte, das wäre ultra lustig gewesen. Das wäre der wieder gewesen. Was ist denn, ist der was Badezimmer und so alles draußen, oder? Ja, ich habe jetzt alles irgendwie hier versucht unterzubringen, da rein zu. Er meinte, ich sollte auf jeden Fall das ganze Zeug halt hier rein, damit die Zimmer sauber machen können und so. Okay. Hallo, wie war's eigentlich im Six Flags? Schön. Okay, ich muss weiter aufräumen jetzt. Was im Six Flags? Oh, das war toll. Okay, ich muss weiter aufräumen. Wie war Six Flags? War geil, oh. Sorry, ich muss aufräumen. Bleib du im Auto, ja? Wie fandst du es im Six Flags? Sorry, aber du siehst, ich hab hier eine voll, ich muss aufräumen. Das hat schon vor Ewigkeiten gepiept, dass der Nottank leer ist. Ja, Nottank heißt in den USA 60 Liter. Das heißt aber auch, dass der Wagen 25 Liter verbraucht. Das kann doch nicht sein, dass die alle zu haben. Das ist doch nicht wahr. Die haben aber nicht wirklich zu. Du kannst doch mit Kreditkarte dann auch nachts bezahlen eigentlich, oder? Ja, und das funktioniert bei keinem von uns, weil das hier mit diesem Postleitzahlensystem ist. Erinnerst du dich an letztes Mal? Geht nicht. Geht nirgends. Das haben wir jetzt so oft versucht. Also hier ist eine offen, die hält 24 Stunden auf. Was? Aber die ist 30 Minuten. Was? Du kommst keine 30 Minuten wahrscheinlich mehr, wenn ihr schon sagt, dass ihr... Okay, Izzy, dann go. Fahr möglichst drum. Fahr ganz liebevoll. Okay, Leute, nächstes Problem. Jetzt sind wir endlich raus hier, aber es ist kein Sprit im Auto. Dena, hast du alles wieder rausgefahren, ne? Nee, ich war das nicht. Ne? Wer denn? Ne? 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 Oh, und jetzt haben anscheinend alle Tankstellen zu. Ob wir es überhaupt irgendwo schaffen, irgendwo anzukommen. Ansonsten bleiben wir irgendwo auf der Straße stehen. Ist aber nicht so schlimm, das Auto ist ja klein, da kommt ja jeder dran vorbei, ne? Schön wendig so, das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Ab geht die Post. Ne? Also hier steht 6 Minuten.
Oh, langweilig. Tatsächlich war hier einfach direkt in der Umgebung eine Tankstelle, die auf hatte. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Probleme. Ich tanke noch eben voll die Möhre, ne? Packen wir Regular rein, keine Ahnung. Wenn das irgendwie das Schlechte ist, dann sind wir gleich kaputt. Sevi macht ein bisschen Party da drin. Keine Ahnung, ob man den sehen kann, aber eigentlich ist alles gut. Alles ist im grünen Bereich, alles funktioniert. Du musst dir keine Sorgen machen, ne? Das funktioniert hier. Ich tank gerade und dann fahren wir wieder schön weiter, ne? Dann fahren wir schön weiter. Kannst du mit mir den Happy Dance? Happy, happy. Happy, happy. Revi, tanz mit uns den Happy Dance. Happy, happy. Happy, happy. Los, tanz! Welcher Tag ist heute? Aha. Happy, happy. Happy, happy. Wo ist mein Vater? And a regular cup of Coke or something. So regular soda? Yeah, regular soda. And little fries. Cajun. Wir sind jetzt hier beim Five Guys und wir sind alle irgendwie so richtige Krüppel, obwohl eigentlich nur der. Na gut, von Revi muss ich euch das gar nicht erzählen, der ist immer ein bisschen gestört. Aber ich habe auch die Magenschmerzen des Todes. Ich habe gar keine Ahnung, wo das herkommt. Revi kämpft immer noch mit seinem Sonnenbrand da draußen. Der Schüttelfrost, Sonnenbrand, alles mögliche. Wir sind irgendwie sehr gelaugt hier von Los Angeles. Los Angeles zerstört so ein bisschen unser Leben. Warum, weiß ich nicht. Wir gehen ja erst nach Las Vegas. Und dann geht es noch weiter nach Las Vegas. So gut, bei euch war es die Sonne. Bei mir war es, keine Ahnung, das Essen oder so. Ich weiß es nicht. Ich schaufe mir aber jetzt noch ein bisschen Pommes rein und so. Und mal gucken, was der Tag dann noch so bringt. Ansonsten geht es jetzt weiter halt Richtung Grand Canyon. Wir haben jetzt den ersten Halt gemacht hier irgendwo in der Wüste, sitzen die ganze Zeit im klimatisierten Auto, steigen jetzt aus und alter Falter, ist ja ganz schön warm hier, muss man dazu sagen. Es ist gar nicht so weit bis nach Las Vegas, aber wir fahren hier erstmal zu den Grand Canyon, das habe ich glaube ich eben gar nicht gesagt. Nein, wir fahren zum Grand Canyon und fahren eigentlich quasi mehr oder weniger durch Las Vegas durch. Ich glaube, Las Vegas werden wir nicht sehen, wenn doch, fände ich schon fast irgendwie traurig, dass man da durchfährt. Alter, ist ja voll windig hier, dass man dann durchfährt, aber nicht hingeht. So, hier ist ein bisschen Windstille, ne? So, sie ist ja viel besser hier. Auf jeden Fall ist es hier richtig heftig warm. Ich hole mir jetzt irgendwie noch was Leckeres zu trinken. Hier ist sogar so ein Liquid Store, perfekt. Ne? Direkt hier eine Flasche Jägermeister und dann Auto fahren. Das ist doch eine super Idee. Ne, irgendwie was anderes, was mich noch ein bisschen wach hält. Aber ehrlich gesagt, ich könnte jetzt noch 8 Stunden, glaube ich, hier Auto fahren. Ich fahre so super gerne Auto, obwohl das mega langweilig ist eigentlich von der Strecke her. Man sieht nichts und fährt die ganze Zeit geradeaus. Aber na gut, ich würde sagen, ich hole mir jetzt noch eben was und dann geht es direkt wieder weiter. Alles klar, Leute. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt gefahren bin, aber ganz ehrlich, ich bin in meinem Leben noch nie eine so langsame und langweilige Strecke gefahren. Jetzt ist ja auch noch die Tür wieder zugegangen. Es reicht mir, Leute. Man fährt wirklich ausschließlich die ganze Zeit geradeaus. Wir sind jetzt in Nevada. Und ja, es geht die ganze Zeit geradeaus, da es ja so oder so sehr dunkel ist, wie ihr hier erkennen könnt. Sieht man halt nichts. Man fährt nur geradeaus. Die ganze Zeit. Das mit Tempomat wird auf Dauer dann irgendwann langweilig und irgendwann wird man dann halt auch müde. Hier ist No Parking, aber das juckt uns nicht, weil uns ein einziges Auto auf der Strecke entgegengekommen ist und das jetzt hier ganz zum Schluss. Da war nämlich nur so ein kleines Städtchen, was quasi wieder ausschließlich irgendwie aus 2 Casinos bestand. Also hier fängt es schon an, nach und nach so ein bisschen Casino-lastig zu werden. Das sieht total krass aus, weil hier ist halt nichts, außer ein kleines Häuschen, was dann so komplett blinkt wie an Weihnachten. Das finde ich krass irgendwie. Und jetzt sind wir hier an der nächsten Halte ausgestiegen, weil ich, wie gesagt, jetzt auch mal gerade Pause machen muss. Jetzt lege ich mich ein bisschen hinten rein. Hat eigentlich überlegt zu schneiden, aber ganz ehrlich, boah, ich bin da noch ganz schön müde geworden hier. Ich glaube, ja, Kletschi müsste eigentlich schon wieder am Start sein. Vielleicht sieht man's. Und jetzt fahren wir weiter und hoffentlich kommen wir dann irgendwann heute noch da an, wo wir halt hinwollen, ne? Habe ich ja schon mal gesagt, wo wir hinwollen, ne? Da müsst ihr jetzt, wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr das. So, weiter geht's jetzt hier. Boah, stopp. Hey, yo, läuft bei ihm, Alter. Alter, guck mal, ey, was für ein. Geschafft! Sie haben eine weitere Stunde Ihr Zielstil erworben. Ha. Geil. Hä, aber wie war's jetzt eigentlich im Six Flags?
Und die Kamera ist weg. Bitte? Und die Kamera ist weg. Naja, ist ja auch egal. Die Kamera ist weg. Ich würde sagen, das seht ihr auf jeden Fall auf dem Kanal der anderen. Ich war ja nicht mit. Checkt das einfach mal ab, unten in der Beschreibung verlinkt. Wir sind jetzt hier angekommen in unserem wunderschönen Hotel, in dem ich nicht mal eingebucht bin. Ich bunker mich da irgendwie bei den anderen ein, habe es irgendwie so ein bisschen verplant. Aber das geht schon irgendwie. Wir hatten ein Doppelzimmer, da werde ich mich dann irgendwie, Da werde ich schon irgendwie ein Plätzchen finden. Und ansonsten habt ihr gerade vielleicht gesehen, dass uns so ein LKW-Fahrer fast reingefahren. Ich hoffe, die Aufnahme ist ganz gut geworden. Das ist echt der Wahnsinn, immer diese LKW-Fahrer, die werden immer ein bisschen schläfrig und der hat, vielleicht waren wir im toten Winkel oder so, aber der ist einfach links rübergezogen. Das war echt richtig, richtig knapp, muss man dazu sagen. Also das, da habe ich schon gedacht, oh, das gibt aber keinen mehr, aber wir haben es alle überlebt und sind jetzt hier endlich angekommen nach einer ziemlich langen Fahrt über die langweiligste Strecke dieser Welt und hiermit verabschiede ich mich auch. Wir pennen jetzt noch ein paar Stunden, beziehungsweise erstmal wird noch ein bisschen geschnitten und dann werden noch 2-3 Stunden geschlafen und dann sehen wir uns morgen dann wieder beim Grand Canyon. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten take this easy, nehmt das Leben nicht zu ernst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und tschüss.